ja, hier versuche ich glaube auch noch mal ein paar Mal. Entweder ich gehe noch mal. Nein, ich gehe nicht noch mal zur Box, glaube ich. Ich gehe jetzt, glaube ich, rüber erst in das andere Zimmer. Ich glaube, den Easter Egg Song mache ich hier noch nicht. Aber ich mache jetzt auf jeden Fall schon. Nein, ich mache Dings. Speedcola. Also das gleiche noch mal mit Speedcola. Ihr wisst ja jetzt, wie es funktioniert, und dann boxen gehen. Rein theoretisch kann man so auch die PPS hat richtig geile Waffe. Schnellste Feuerrate, die ich glaube je in einem Dings gesehen habe. Also ich bin mir ziemlich sicher. Und die Trenchgun, nice. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die schneller ist als die, wie heißt die Scorpion. Also die ist wirklich, die ist erstaunend schnell. Ich weiß jetzt auch nicht. Ah ja, jetzt gehe ich schon zu meinem Rape Train. Also schön immer um die eine Säule rum. Ich meine, es ist nicht der beste Rape Train der Welt, aber für diese Map, die sonst verdammt eng ist, ist das der geeignetste Spot. Weil es geht sonst. Oh, da habe ich mich, glaube ich, auch ziemlich erschreckt. Das war auch ziemlich so. The fuck? Wow, 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 da ist ein Zombie. Also hier kann man auch wirklich schön immer so. Beim Zurückgehen. Also wenn man sieht, dass keine Zombies oder so kommen, dann kann man sich umdrehen und ein bisschen schön reinballern. Das geht ganz gut, es geht besser als in vielen anderen Orten. Weil wenn man hier wartet, bis man alle Zombies hinter sich her trailen hat, dann dauert das viel zu. Sind da viel zu viele und das sind zu viele Zombies für diesen kleinen Raum. Das geht nicht, das ist zu gefährlich. Deswegen hier ist es wirklich besser, wenn man die ganze Zeit sich immer mal wieder umdreht, weil es kommen auch wirklich nicht viele Zombies von da hinten, von den Start Rooms, weil da sind ja nur 8 Fenster. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt mache. Ich glaube, jetzt mache ich auf. Ja, jetzt mache ich auf. Fange ich schon an mit dem Easter Egg Song? Ich glaube schon, ja. Jetzt kommt gleich der Easter Egg Song. Dann stelle ich jetzt auch gleich wieder das Video lauter und höre auf zu reden. Also, enjoy the music.
Es tut mir leid, dass es so leise war, aber der Easter Egg Song, der war mit der, also der ist mit der Soundeffects, mit den Soundeffects gekoppelt und nicht mit dem Music Volume. Das heißt, wenn ich die Musik lauter stelle in den Einstellungen und die Soundeffects leiser, dann wird das Lied auch leiser zusammen mit allem anderen. Wenn ich aber halt die Soundeffects lauter stelle, dann wird auch alles andere lauter. Das heißt, dieses Verhältnis, das bleibt immer gleich. Das heißt, ich kann das Lied nicht vergleichsweise lauter stellen. Gib mir auch dann bitte eine Feedback dazu, wie ihr das jetzt fandet, dass ich das Lied gezeigt habe. Ich meine, ich will das ja in zukünftigen Videos auch machen. Aber wenn ihr das jetzt nicht so super fandet, dass ich da jetzt einfach, was waren das, so 2, 3 Minuten einfach meine Klappe gehalten habe und nichts gesagt habe. Ja, oder ob das auch geil war mit dem Lied, weil sonst würde ich einfach nicht mehr die Mühe machen, in zukünftigen Videos den Easter Egg zu machen, wenn ihr das scheiße fandet. Aber wenn ihr das gut fandet, dann werde ich es auf jeden Fall noch weiterhin tun. Und dann halt auch, wenn ich in doppelter Geschwindigkeit stelle, halt für diesen Teil, das Video wieder auf Originalgeschwindigkeit verlangsamen. Weil in doppelter Geschwindigkeit, da will ich euch das Lied nicht zeigen, das ist nicht so cool. Ja, wie ihr seht, bin ich auch gerade ziemlich decked out mit den Waffen. Also ich habe die PPSH, ich habe die FG42, was auch eine richtig geile Waffe ist. Bis auf, dass sie sehr, sehr wenig Munition hat. Jetzt kriege ich auch noch schön das STG. Also von den Waffen her kann ich mich wirklich nicht beklagen. Was leider der Fall ist, ist, dass Quick Revive noch nichts bringt in Singleplayer. Also das macht gibt mir kein Selbstwiederbelebungsdings einmal. Sondern das habe ich jetzt wirklich nur geholt, damit ich noch eine extra Waffe krieg. Aber die Waffen, die ich habe, die sind jetzt schon extrem geil. Also da hatte ich schon dolle schlechtere Spiele. Besonders, ich meine, PPSH, Thompson, FG42, das ist schon richtig, richtig geil. Ich krieg nachher auch noch das MG42. Und hat da auf jeden Fall noch das Potenzial, richtig weit zu kommen, aber wie ihr sehen werdet, das kommt zu einer richtig Bullshit-Situation, die man überhaupt nicht voraussehen kann und die auch sofort wieder. Also, das ist richtig komisch, mein Down. Und danach hatte ich einfach nicht nochmal Bock, nochmal aufzunehmen. Und deswegen habe ich es einfach gelassen. Ja, wie ihr seht, gehen mir jetzt schon die Gesprächsstoffe aus. Also ich werde mir wirklich nächstes Mal, also wenn die Videos noch länger brauchen, nächstes Jahr mal ist ja Shino Numa dran, das spiele ich fast so gut wie nie. Das heißt, es wird auch relativ kurz gehen. Aber wenn dann wirklich danach dann so Dings kommt, wie heißt es, der Riese, da werde ich mir wirklich was vorher ein paar Themen überlegen müssen und aufschreiben müssen. Das mache ich sonst eigentlich also nie. Habe ich vielleicht ein, zweimal gemacht, mir vorher ein paar Themen überlegt. Aber eigentlich versuche ich das möglichst, ja, wie soll ich das sagen, aus dem Bauch heraus irgendeinen Scheiß zu labern. Das ist mir eigentlich lieber, weil dann kann ich auch wirklich so ein paar Sachen kommentieren, die im Spiel passieren. Und wenn ich mir vorher ein paar Themen raussuche, dann rede ich nur über diese Themen und nicht über was gerade im Spiel passiert. Also das Fallschirmjägergewehr, das finde ich wirklich also das FG42, das heißt also im langen Fallschirmjägergewehr, das finde ich schon extrem geil, diese Waffe. Es ist nicht meine Lieblingswaffe, das ist immer noch die PPSH, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, an zweiter Stelle. Obwohl wirklich die Mund ist wirklich sehr, sehr wenig Munition hat. Das ist auch an Dairai, nicht Dairai, der Riese ziemlich geil. Da kann man es an der Wand kaufen und dann hat man, ist das Munitionsproblem so gut wie gelöst. Und da gehört es wirklich zu meinen Standardwaffen, wie hier die Thompson.
Einfach weil es besser ist als die Thompson und ich habe eigentlich immer die beste Wandwaffe dabei. In diesem Fall ist es die Thompson. Da ist dann das falsche Mega-Gewehr. Ja. Was noch so? Ja, also die nächste Map wird dann nicht mehr auf. Oh, da habe ich leider beide gekillt. Die nächste. Ja, hier kriege ich auch noch das MG42. Also Maschinengewehr 42. Richtig geil. Aber was ich sagen wollte, die nächste Map wird leider wird nicht mehr auf World at War sein. Die habe ich nämlich nicht für World at War, die habe ich nur für Dings. Für Black Ops 1. Also weil da habe ich das Resurrection Add-on mit halt all den World at War Maps. Einfach weil die schön in Deutschland gecuttet waren, also komplett rausgecuttet. Deswegen hat man einfach nochmal ein Expansion Pack gemacht mit allen Maps. Hier war ich mir auch schon ziemlich sicher, dass ich da schon nicht mehr rauskommen, weil da kamen so viele und nicht ganz auf einmal, das heißt so ein bisschen versetzt. Und das ist schon ganz schön schwer. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde für diesen Rape Train hier ist, versucht für die Mitte, also zwischen diesen beiden Säulen, die Mitte zwischen diesen beiden Säulen zu zielen, weil dann könnt ihr das immer so ein bisschen nach vorne oder nach hinten ziehen, basierend auf der Situation, also wo die Zombies sind, die gerade kommen. Und wie viele da sind und so, da kann man halt das ein bisschen in die Länge ziehen oder kürzer machen. Ganz danach, was besser, also was besser für die Situation ist und weniger gefährlich. Ja, jetzt sollte es auch nicht mehr so lange dauern. Jetzt bin ich fast schon fertig. Ja, was kann ich noch sonst noch so sagen? Achso, ja, zu dem Lied, warum ich mich jetzt dafür entschieden habe, das Lied zu spielen, ist, dass ein Freund von mir, der war halt mal da und da haben wir die ganze Nacht lang Zombies gezockt mit der Playlist, die auch online ist, also die könnt ihr euch anhören. Und danach waren wir wirklich alle so, den ganzen Tag lang hatten wir Störungen wegen dieser Musik. Und er hat mir erzählt, als er letztes Video dieses Lied gehört hat, als ich gestorben bin. Ja, da habt ihr es. Das war so unvorhersehbar und so plötzlich. Das war so krank einfach, ja. Und da hat er mir einfach gesagt, deswegen habe ich gedacht, dass ich das gleich nochmal spiele. Und ja, also tschüss, bis nächstes Mal.